Mein Name ist Wladimir Konejew und ich singe hier in der Bar der Vernunft meinen französisch-russischen Chansonabend. Complètement malade, je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Also die französischen sind so ein bisschen leichter, filigraner, könnte man sagen. Und die russischen, die sind ein bisschen mächtiger und so, ja, direkter, würde ich sagen. Naja, Chanson, das geht ja immer um Sehnsüchte, also ob die nun erfüllt werden oder erfüllt sind oder nicht. Meistens geht es um nicht erfüllte Sehnsüchte. Aber es geht eigentlich immer um die Liebe, klar. Nur in ganz verschiedenen Facetten, in verschiedenen Milieus, zu verschiedenen Menschen, zu verschiedenen Situationen. Ich begleite mich nicht komplett selber, ich spiele ein paar Sachen selber, vor allem die Songs, die ich selbst geschrieben habe und die russischen. Aber auch viele russische und fast alle französischen begleitet Liviu Petku, mein Pianist. Und mit dem bin ich schon seit 7 Jahren auf der Bühne. Wir sind sozusagen das musikalische Ehepaar. Wir alle haben Liebesgeschichten, die irgendwann mal vorbeigegangen sind. Wir alle haben Sehnsüchte. Wir alle wollen lieben und geliebt werden. Und das ist schon, ja, das Hauptziel dieses Chansonprogramms. Les moulins de mon cœur.